Iowa Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich verstecke mich hier hinter der Hamstelfassade 8 und bin der Jo. Und ich bin der Niklas, denn ich bin auch noch da. Richtig. Wir verstecken uns hier aus gutem Grund, weil sie sind endlich da. Ich habe keine Ahnung, wo ich gucken soll. Das hatte ich beim letzten Mal schon. Also ich habe mit Tamara schon mal so ein Video gedreht über diese vier. Ich glaube, es waren diese vier, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe damals schon nicht gewusst, wo ich gucken soll. Tja, dann, weiß nicht. So. Dann schieb die doch erstmal zusammen. Dann ja, mache ich auch, weil die kennt ihr ja theoretisch. Genau, schon. Das ist die neue. Genau, aber darum geht's. Richtig. Und warum geht's hier drum? Weil sie endlich da ist. Richtig. Die hat. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung warum, aber sie hat ewig gebraucht, bis sie endlich produziert war. Ich vermute, es liegt an den Teilen. Ja, irgendwas hat gefehlt. Irgendwas hat gefehlt und deswegen hat das Ding ewig bei uns irgendwie in der Produktion gebraucht. Aber jetzt ist es endlich da. Genau. Es ist da und ihr könnt es kaufen. Richtig. Und es ist eine Fassade. Weil, logisch, aber nur um das zu demonstrieren, es ist eine Fassade. Ja. Da ist nichts hinter, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. was will man dazu sagen? Sie ist in Light Bluish Gray gehalten. Das ist Medium Nougat mittlerweile, nicht mehr Medium Dark Flash. Ja. Obendrauf Dark Tan. Es gibt sehr viele Fenster, es gibt sehr viele Stockwerke. Es ist eine Fassade. Ja, es ist halt eine Fassade angelehnt an diese, oder beziehungsweise das Original könnt ihr euch angucken, wenn ihr mal in Amsterdam seid. Ich habe selber auch noch dieses Jahr davor gestanden, vor diesen Fassaden tatsächlich. Kein Foto gepostet? Nein. Hm. Weißt du, hättest du die Fassaden mitnehmen können, direkt vor Ort einen Live-Vergleich? Jein. Nein. Wer weiß. Ich war da im Urlaub, da nehme ich doch nicht die Sets hier von Bluebricks mit. Also nehme ich vielleicht was mit zu bauen, weil im Urlaub baue ich auch mal ganz gerne, aber das ist auch schwer zu transportieren. Das stimmt. Seien wir mal ehrlich. Also ich meine, ihr habt es gesehen, ihr seht es hier dran. Ich kann das nur mal. Die stehen, also wenn sie stehen, dann stehen sie auch, aber es sind halt Fassaden und dementsprechend, natürlich müsst ihr da ein bisschen aufpassen, wenn ihr sie transportiert. Richtig, und gerade bei dieser großen, die aufgrund der Tatsache, dass sie möglichst gut treffen soll, etwas, sagen wir mal, gewagtere Bautechniken hat, wenn sie euch umfällt, ist sie logischerweise kaputt. Ja, denn das ist uns passiert. Ja, also nicht direkt uns, aber sie stand halt ein bisschen unglücklich und dann mussten wir auch erstmal vor dem Video ein bisschen wieder zusammenbauen. Ja, das zweite Mal. Weil immer jemand gegen den Tisch rennt. Stellt sie bloß nicht irgendwo hin, wo jemand gegen die Tische rennt. Die sind hervorragend auf Sideboards oder ganz hinten an der Wand. Da machen sie sich auch wirklich gut. Dafür sind sie auch gedacht. Richtig. Mhm. Das ist jetzt eigentlich eine ideale Überleitung, um sich mal alle nebeneinander zu ziehen. Ja, das machen wir doch mal. Ne? Genau. Denn natürlich haben wir jetzt einmal alle Fassaden uns besorgt. Richtig. Jetzt muss ich mich nur wie gesagt, die vier, die ihr schon kennt, wenn ihr das andere Video gesehen habt. Die sieben, die noch dazugekommen sind. Genau, die sind noch dazugekommen. Richtig, die kann man in der Zwischenzeit. Pins. Aber sind halt auch schon ein bisschen länger. Von ja. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Nee. Ihr seht, sie sind etwas, es sind halt Fassaden, sie sind etwas empfindlich. Ja, das Problem ist gerade erst hauptsächlich erstmal zu treffen. Wenn du sie kaputt machst, baust du sie wieder auf. Ja, ich gebe mein Bestes. Also sie kaputt zu machen und dann baust du sie natürlich wieder auf. Ja, natürlich. Nein. Wir haben jetzt einen neuen bei uns. Also, der macht wir müssen sie eh wieder auseinandernehmen, deswegen mache ich es jetzt mal nicht ganz fest. Das aber so würden sie jetzt nebeneinander aussehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ganze Panorama der Amstelfassaden 1 bis 8. Ja. Und eigentlich können wir jetzt auch, wir könnten jetzt auch eigentlich gehen, ohne dass wir hier sitzen. Schön, weil, und einfach die ganze Zeit weiterlabern, weil es würde eh keinem auffallen, weil man sieht das eh nicht mehr. Wobei, bei dir würde es nicht auffallen, hier gibt es hier diese zwei. Ja, okay, dich sieht man noch. Genau. Ja. Ich versuche es einfach irgendwie. Ach, aber diese Fassaden sind tatsächlich faszinierend und uns gefällt als diese Fassaden sind tatsächlich faszinierend und uns gefällt diese Idee. Von der Tatsache, dass du halt Gebäude hast, die groß sind und imposant und tatsächlich was hermachen. Und deswegen haben wir nicht nur diese, sondern auch noch andere, die derzeit noch im Prototypenstadium sind, die auch zusammengebaut wurden. Deswegen schieben wir jetzt diese Fassaden vorsichtig. Ja. Haltet sie von Kindern fern. Also man muss auch dazu sagen, sie sind natürlich, ich meine, das sind jetzt nicht die
je nachdem, welche Fassade ihr macht, das sind nicht die kompliziertesten Sets zu bauen. Das kommt auf die Fassade an. Also ein paar haben schon, wie du schon sagst, ein paar Bautechniken drin, die können durchaus anspruchsvoller sein. Aber natürlich sind das keine Sets für Kinder. Das ist nichts zum Spielen, das ist nichts. Das sieht gut aus. Wenn ihr es gebaut habt, ist es etwas zum Hinstellen und gut aussehen. Und entweder nehmt ihr es für ein Diorama oder wie du schon sagtest, man stellt es irgendwo auf ein Sideboard oder so. Das sieht natürlich cool aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, mit dem man irgendwie groß spielen kann oder sowas. Richtig. Und diese Fassaden gefallen uns. Und weil wir Frankfurter sind, also die Firma ist aus Flörsheim, das ist in der Nähe von Frankfurt, nah genug dran. Und es ist kein Frankfurter da, der uns da widersprechen würde. haben wir auch die andere mitgebracht. Wie ihr seht, für den Fall, dass die Amstelfassaden euch zu klein sind, haben wir hier die Prototypen von Römer 1 und 2. Ja. Der ein oder andere hat es ja auch gemerkt, die sind bei uns zwischendurch aus dem Shop verschwunden. Das liegt einfach daran, sie haben bei uns etwas länger in der Entwicklung gebraucht und wir wollten da nicht die ganze Zeit die Leute, also wir hatten sie die ganze Zeit drin und ihr habt auch immer wieder gefragt und wir wollten halt einfach nur nicht die jetzt Ewigkeiten im Shop auf Ankündigung lassen. Richtig. Normalerweise, wenn bei uns etwas länger auf Ankündigung steht, dann ist es halt, wie jetzt Amstel 8, die war sehr lange auf Ankündigung. Ja. Das lag halt eben daran, dass sie sehr lange gebraucht hat, bis sie produziert war. Bei denen war es eher die andere Sache. Wir hatten wirklich Schwierigkeiten mit den Dingern. Also, das können wir eigentlich zeigen. Können wir auch. Schieben wir nochmal zur Seite. Dann zeigen wir euch nochmal diese, die relativ klein sind. Und wie ihr seht, die sind gerade. Da passiert jetzt nicht so viel. Die sind auch aus dieser Perspektive relativ gerade. Und deswegen kann man die vergleichsweise einfach hochbricken. Ja. Diese Fassade, seht ihr, deswegen steht sie auch hier neben der anderen, sie steht alleine, aber nicht so gut, ist nicht nur nach hier geneigt, sondern sie ist auch nach vorne geneigt, wie das bei Fachwerkhäusern im Mittelalter war, weil man ja nur die Grundfläche bezahlt hat und demzufolge nach oben halt bauen konnte. Genau. Deswegen sehen diese Häuser von innen ein bisschen anders aus. Und das ist der Grund, weswegen sie so lange verschwunden waren. Die haben unten eine stabilisierende Technikkonstruktion bekommen. Ja, das hat uns viel Zeit und Nerven gekostet, die so hinzubekommen, dass sie sich, also wir hatten wirklich, da hatten wir wirklich so Sachen, die haben sich gezogen in entweder die eine oder andere Richtung, sodass die entweder sich nach vorne gekrümmt haben oder nach hinten gekrümmt haben. Richtig. Gekrümmt. Ich kann nicht mehr reden. Und diese Technikkonstruktion mussten wir nicht nur deswegen reinbauen, sondern auch deswegen, ich habe damals den ersten Prototypen zur ersten Hausfassade gemacht, die hatte das noch nicht. Die ist mir einfach stumpf umgekippt. Also ich hab die im Liegen quasi gebaut und als ich sie das erste Mal versucht habe, dann aufzustellen, ist sie einfach instant umgekippt und das war's dann. Und ich meine, die hier haben halt keine große Grundfläche, aber ihr seht, ich mach's mal so ein bisschen, ich schieb's mal ein bisschen weiter rein. Ihr seht, wenn ich jetzt hier an dem Ding wackel, es fällt nicht sofort um. Ja. Auch wenn die Grundfläche nicht hoch ist. Natürlich, wenn wir jetzt lange genug wackeln und stark genug dran wackeln, fällt auch das Ding um. Das Teil hat nie gestanden. Das hat es nicht mal geschafft. Das hat diesen Status nie erreicht. Dementsprechend waren die halt so lange bei uns in der Produktionshölle quasi gefangen, man so will. Ich habe dann, nachdem Niklas ihn überarbeitet hat, habe ich diesen Prototypen aufgebaut, die beiden tatsächlich sogar. Und die bauen sich gut. Wenn man Fassaden bauen will, also das muss man immer dazu sagen. Wenn ihr keinen Spaß habt auf an Redundanz und an möglichst detailliertem, gefuddeligen Bau, sind die nichts für euch. Wenn ihr die einfach nur gerne stehen haben wollt, müsst ihr euch halt durch den Bau, und der Bau macht euch keinen Spaß, müsst ihr euch durch den Bau durchquälen, dann seid ihr da. Aber wenn man Spaß daran hat, hat man nachher ein kleines Set, das man prima auch auf ein Regal stellen kann und was wirklich gut aussieht und hinter dem man sich verstecken kann. Ja, richtig. Und jetzt steht es halt eben auch. Richtig. Also die, wie gesagt, die sind bei uns immer noch teilweise in der Prüfung. Also wir hoffen, dass wir jetzt langsam die letzten Prototypen endlich von den Teilen aufgebaut haben und aufbauen werden. Und dass die dann eben auch in die Produktion gehen können. Das sollte jetzt hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, dass wir sie endlich in Produktion gehen können. Für den Fall, dass ihr dann nochmal alle Prototypen in der Reihe sehen wollt, alle 6 Gebäude, schreibt es in die Kommentare. Ja. Also wir haben Videoideen, nehmen wir gerne an. Und ansonsten, es geht doch immer wieder rein. Wie gesagt, die letzte endlich von den Amstel. Das heißt, wer sie noch nicht hat und wer alle anderen von euch, jetzt habt ihr die Möglichkeit, sie endlich zu vervollständigen.
Und das wäre doch perfekte Situation, um mal die Fakten vorzulesen, oder? Das ist eine hervorragende, eine subtile Überleitung. Eine subtile Überleitung. Ja, und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier den Zettel so halte, kann man nicht sehen, dass ich ablese. Oh. Das ist die niederländische Hausfassade Amstel 8, ein Blue Brick Special mit der Setnummer 104919. Es sind 2334 Teile für den Preis von 79,95 Euro. Also diese alleine. Die Abmessungen sind 28,3 cm in dieser Dimension, 8,4 cm in der Tiefe. Da. Und sie ist ganze 60 cm hoch. Plant also genügend Platz ein. Ihr braucht also ein hohes Regal. Oder nichts drüber. Ja, oder das, halt eben Sideboard oder sowas. Und die Komplexität ist, ich würde sagen, summa summarum anspruchsvoll. Ja. Ja, ich glaube, also die Stockwerke gehen noch, aber das Dach wird dann so ein bisschen... Das geht auch. Ja? Aber bei den Stockwerken muss man halt auch darauf achten, wenn man es baut, ihr seht es ja, muss man halt gucken, wie man drückt. Denn wenn man falsch drückt und das ganze Ding halt knickt und zerbröselt, dann musst du halt neu anfangen. Stimmt. Macht natürlich nicht so viel Spaß wie neu. Also Neubauen macht nicht so viel Spaß wie von vorne aufbauen. Aber es geht. Kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, es geht, auch wenn sie runtergefallen ist. Aber macht es einfach. Nicht richtig. Versucht es nicht zu machen. Nein. So, und so sehen sie dann eben aus, wenn sie alle in einer Reihe stehen. Richtig. Ja. Ist fast schon genug. Genug für was? Genug Lampensteine. Ach so, meinst du? Hm, weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja. Anders hast du recht, Lampensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Knoppenschneider. Ja, guck's dir an. Ich weiß nicht, wie viele das insgesamt sind. Ja, nicht genug. Das haben wir denn gerade gesagt? Du kannst nie genug Knoppensteine haben. Aber wie viele sind denn hier in diesem Fall nicht genug? Unser ganzes Archiv ist nicht genug. Geld ist nicht genug.